Ja, komm. Okay, auf Turm aufpassen. Okay, auf der Strecke bist du mir aber schnell. Okay. Okay, das können wir gut. Okay. Das ist relativ unwahrscheinlich, okay. Rundi Hautonga Kuhungabi Wana Kumes Chitonga Itua. Mann. Nikawa Dupaka Patisa Patisa Con Mulis Limo Pui Watin Kuinkuka Inman. Nee, interessiert mich alles nicht. Kommentator. Ach, 30 Sekunden. Okay, los geht's. Juhu. Mit dem linken Stick kannst du beschleunigen und schalten. Mit den Bewegungstasten A und D weißt du Hindernisse aus. Okay. Okay. Achso, jetzt habe ich mich komplett vertan, ja? Oh, hoffentlich wird das noch was. Boah, obwohl ich am Anfang mit Sparflamme gefahren bin, hat das doch nur geklappt, ey. Juhu! Zeig den Pennern, was du kannst, okay. Na los. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach nur mit Linksklick und dann nach links und rechts denken. Ja. Diese Woche ist auch richtig. Nein! Fuck. Und geschafft. Scheint hat die Gerin mit Toma da bunqualia gandonado chuchut.
Kabachi kuita hotonga. Yalamo in kapun. Jiloan mulira ni bobo. Wabuku deska gang. Bama rurira. Der tuka uluan kinkuna ba murira. Rajikun. Bereitsche. Leute, hört mir zu. Bevor ich dem sogenannten Champion der Big seinen Preis überreiche, muss ich euch etwas mitteilen. Der siegreiche Pilot ist ein Betrüger. Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil. Wegen dieses Betrugs der geheimen Big ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brejik. Was? Unmöglich! Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brejik. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Vulkan, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Su-Piloten! Beseitigt alle! Oh shit, jetzt geht das große Klappe los. Aua! Nein, du nicht, du Arschloch. Los, töte ihn. Okay. Hallo, trefft ihr auch mal? Was ist da los, ey? Verfehlt, toll. Aua. Also meiner trifft überhaupt nichts. Schon interessant zu sehen, wie die kämpfen. Nämlich gar nicht. Selbst Bastila trifft dich hin. Das ist eine Jedi-Tante. Voll die... voll die Jedi-Meisterin, die trifft nicht. Alter, wie kann der... Was ist das für ein Freak? Oh, das reicht mir. Danke. Hier, nimm das. Danke, danke, danke. So. Zwillingsleo. Brejiks Gürtel. Das nehme ich doch gerne mit. Nun gut, diese verdammten Vulka werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft. Wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für dieses Hubbandenrennen zu fahren? Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Nur für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen Jedi. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Brejik und seine Vulka hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Karth Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Karth ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt.
Kaf hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir. Trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Bitte bringt mich sofort zu Kaf. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Juhu! Astila, ihr lebt! Endlich ein Lichtblick! Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ja, am liebsten würde ich das jetzt sagen. Ja, wir sind ja gechillt, wir sind ja charmant. Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brashik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen. Und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Ja, ihr habt natürlich recht. Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karth. Je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulkar und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Eine Vision? Wovon? Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Ja, genau. Taris verlassen, das sollten wir auf jeden Fall. Das ist eine starke Vision, dass wir blablabla. Taris, nachdem du Pistole gefunden hast, musst du Taris schnellstmöglich verlassen. Was ist da schon gesagt, als getan? Du brauchst dazu die Starcodes, um die Blockade der Sith zu durchbrechen, und du brauchst dringend ein Schiff. Vielleicht kann dir eine der Einheimischen weiterhelfen. Ja. Gut, aber das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski. Kowski, natürlich.